Für die Sensation aber sorgte dieser Fahrer, Martin Wimmer aus München. Er steht heute auf der Pole Position im Startplatz Nummer 1 und das nicht nur in der 250 Kubikzentimeter Klasse, sondern auch bei den 350ern. Wimmern hatte schon im vergangenen Jahr hier bei schnellen Runden in der Spitzengruppe von sich reden gemacht. Der ehemalige Münchner Student, der eine Kraftfahrzeuglehre später absolvierte. Den Start konnten wir Ihnen leider nicht zeigen. Durch einen Umschaltfehler auf der internationalen Strecke ging uns leider das Bild verloren. Eine halbe Runde ist inzwischen schon gefahren. Die Spitze hat sogleich nach dem Start der Franzose Guignard Bondet übernommen. Auf den weiteren Plätzen Espy, Etrosi und der Münchner Martin Wimmer an vierter Stelle. Tony Mang nach schlechtem Start an 10. Position. Insgesamt 44 Fahrer auf dem Kurs. Wechselhaftes Wetter hier in den englischen Midlands, morgens Nebel, vormittags Wolken und jetzt scheint ein bisschen die Sonne. 80 bis 100.000 Zuschauer am Kurs, nicht auf der Strecke, der Australier Graeme McGregor, der sich gestern in den letzten Trainingsrunden noch ein Bein brach. Die zweite Runde beginnt. Es führt immer noch die Nummer 6, der Franzose Guignard Bondet, das Feld an. Der 26-jährige Franzose aus Toulon zählt nicht zur absoluten Spitzenklasse. Doch durch Beharrlichkeit punktete er sich durch gute Platzierung bis jetzt auf den 6. Platz der Weltmeisterschaftswertung. Das ist Guignard Bondet, der Franzose. Zu fahren sind insgesamt 24 Runden auf dem 4,71 Kilometer langen Kurs. Das sind 131,04 Kilometer Gesamtdistanz. Ein Kurs, wie wir gesehen haben, extrem schnell, besonders in den Kurven. 8 sind es jeweils pro Runde. Martin Wimmer ist immer noch Vierter. Reihenfolge jetzt am Ende der zweiten Runde. Guignard Bondet Nummer 2 vor Martin Wimmer Nummer 8. Tony Mang beginnt von 10. Position aus seine Aufholjagd. Hier sehen wir mit der Nummer 8 Martin Wimmer an die 2. Position. Inzwischen haben wir einen Sprung gemacht in die 11. von 24 zu fahrenden Runden. Martin Wimmer aus München liegt jetzt an der Spitze vor dem Franzosen Jean Guignard Bondet. Danach eine Dreiergruppe, die sich heftig befehdet. Die Nummer 3 Roland Frémont, Nummer 1 Tony Mang und Nummer 7 Jean-Louis Tournatre. Während Wimmer und Guignard Bondet sich zunehmend vom Feld absetzen, entbrennt zwischen drei Fahrern fast gleichwertig sind sie ein heftiger Fight. Frémont, Tournatre, Mang. Zunächst aber Tony Mang Nummer 1 und sein großer Konkurrent in der Weltmeisterschaft Nummer 7, Jean-Louis Tournatre. Hier ist Mang wieder an Tournatre vorbei. Jean-Louis Tournatre, der französische Spitzenreiter dieser Klasse, ist die Entdeckung des Jahres. 23 Jahre alt aus Aubières bei Clermont-Ferrand, ein absoluter Privatfahrer ohne Sponsor, nur gefördert von seiner Familie. Vater Maurice frisiert die Motoren der Yamaha, die er im Laden gekauft hat. Die 12. Runde hat begonnen.
Abgesetzt. Weiterhin Martin Wimmer und der Franzose Guignard Bordet. Dahinter hält der Dreikampf an. Groß im Bild jetzt Tony Mang mit seiner Kawasaki. Leistung 65 PS. Nicht so stark wie die seiner Gegner. Und das ist der Spitzenreiter Martin Wimmer aus München. Neben Tony Mang war Wimmer der erfolgreichste Solofahrer der Bundesrepublik mit einem 8. Platz in seinem ersten Weltmeisterschaftsjahr 1981. Der 24-jährige Wimmer hat einen Weg zum Profirennfahrer über ein Jurastudium und eine Kfz-Lehre gefunden. Die Saison 1982 brachte ihm häufigen Bodenkontakt. Sturz vor dem ersten Grand Prix in Salzburg, gebrochenes Handgelenk, Stürze auch in Frankreich und Spanien. Im letzten Grand Prix in Rijeka war er 8 Runden lang Spitzenreiter, ehe er mit Motorschaden ausfiel. Wimmer also immer noch in Führung. Die 13. Runde, die interessanteste aller 24 Runden. Das ist der Schweizer Roland Frémont und das ist Tony Mang. Und diese beiden Fahrer werden sich fortwährend in dieser Runde jetzt überholen. Die Nummer 1 und die Nummer 3. Und hier geht wieder hautnah Frémont vor Tony Mang. Aber gleich wird es wieder umgekehrt sein. Diese rasanten Kurvenfahrten, die gelegentlichen hautnahen Zweikämpfe, sie sehen häufig so spielerisch leicht aus. Doch die Optik des Bildschirms täuscht. Genau wie in der Formel 1 steuert auch hier die Technik die Fahrleistung der Zweiräder in den Grenzbereich und überfordert zunehmend die Fähigkeiten ihrer professionellen Lenker. Die 20. Runde hat inzwischen begonnen. Wimmer führt immer noch. Guignard Bordet ist Zweiter. Frémont Dritter. Tony Mang jetzt Vierter. Und hier fuhr eben Mang an Frémont, dem Schweizer, vorbei. Der Doppelweltmeister liegt nun hinter Wimmer und Guignard Bordet an dritter Stelle. Noch ein Duell. Mang gewinnt. Wieder greift Frémont an und geht vorbei. Und dann ist es wieder Mang. Selten hat man einen so optisch gelungenen Zweikampf gesehen. Die 21. Runde, Tony Mang greift jetzt nach dem zweiten Platz. Ist an Guignard Bordet vorbei und liegt jetzt hinter Martin Wimmer an zweiter Stelle. Dahinter dann der Schweizer Frémont. So sieht das aus im drittletzten Lauf. Tony Mang wird also diesen siebten Lauf zur Weltmeisterschaft 1982 als Zweiter beenden.
Das bedeutet für den Weltmeister dieser 250 Kubikzentimeter Klasse, dass er sich trotz seiner Verletzung die Tür zum Titel weiter offen gehalten hat. Dennoch sind 5 Rennen zu fahren, die nächsten beiden in Schweden und Finnland. Im Finale schließlich hat Toni Mang Hausrecht. Es wird in Hockenheim stattfinden. Und das war die Zieldurchfahrt. Deutscher Doppelsieg in Silverstone. Es siegt der junge Martin Wimmer Yamaha vor Toni Mang Kawasaki